Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Armada 2 mit den Tyranniden. So, und ach, war gar nicht im Fenster drin. Wir beenden mal die Runde. Sieht gar nicht gut aus, wir verhungern bald. Und ja, es sieht irgendwie gar nicht gut aus. Die Space Wolves greifen an. Ach, wir können sie auch zurückziehen. Wir weichen nicht. Wir weichen nicht. Wenn so ein Space Wolf kommt, dann kriegt er auf die Nase, dann wird er gezähmt. Ganz einfach. Dann machen wir ein Wölfchen draus. Ein Space Wölfchen. So, es lässt sich immer etwas verbessern. Bei den meisten Fertigkeiten handelt es sich um gezielte Angriffe. Nein. Oh, meine Stimme versagt. Ich bekämpfe meinen Frosch im Hals mit Wasser. So, geh weg. So, hier haben wir ganz viele Kleine, sehe ich gerade. Was können die Kleinen? Was können die Kleinen? Torpedos, Fresstentakel, sehr wichtig. Torpedos. So, ich mache mal Folgendes. Die Großen sind meine Nummer 1. Und die Kleinen sind meine Nummer 2. Ne, ich doch alle. Warte mal, ich drehe die Kamera ein bisschen. Kamera? Wir machen das so. Zwei. So, jetzt hat er alle dabei. Die zwei sollen nerven. Und die eins macht den Hauptangriff. Ein bisschen noch da gucken. Haben wir ein Gelände, was uns irgendwie Vorteil verschafft? Niet. Doch das hier. Fliegt nicht dadurch. So, die Nummer 2 soll dann, wenn Nummer 1 kämpft, hinterherkommen und Torpedos reinschießen. So mein Plan. So, ihr dürft Autoschießen machen. Euch erlaube ich das. So, sollen sie schön da hier durchfliegen. Die elenden Schweinebacken. Wie viele Schiffe haben wir denn? 4 feindliche Space Wolf Schiffe. Was hast du? Spornfeld und Überraschung. Oh, mit dir habe ich eine Idee. Ich teste mal. Mit dem will ich testen, ob wir ein, wenn ein Schiff hier hinter ist, quasi durch das Asteroidenfeld schieben können. Nee, du geh mal in den Nebel. Du nicht. Halt. Was machst du, Junge? Du sollst davor nur stehen bleiben. Und einen guten Eindruck machen. Was ist daran so schwer? Ne, was für ein schönes Asteroidenfeld. Genau. Du positionierst dich da so. Die Kleinen bleiben hinten. Die holen wir dann dazu, wenn der große Kampf begonnen hat. Upsala. Also, hier müsste ich mal Automodus ausstellen. Das ist, glaube ich, das Problem. Autoschießen ist das Problem. Bei dem großen. Und bei dir auch, glaube ich. So, und bei dir auch, mein Großer.
Sie kommen. Meine kleinen. Jo. Super. Dreh dich. Sie kommen in Feuerreichweite. Ach, man kann die nicht so lang ziehen, ne? Schade. Das war doof. Ich geb's ja zu, das war doof. Ich dachte, ich kann ihn hinterher ziehen. Das war aber nicht so der Fall. So, Nummer 2. Feuer. Ja. Oh oh, der hat Auerweh. Das sind die Torpedoschiffe. Der hat geschossen. Das Ziel wird zum Schiff des Terraniden gezogen. Das haben wir gesucht. Sehe ich noch eine Torpedos? Ja. Oh. Kommen die an? Oh, das hat, da haben wir gerade einen Selbstzerstörungsspaß gemacht. Oh, dreh dich, dreh dich. Der haut ab. Schade. Der braucht Mutation. Und das sieht nicht gut aus, was da ist. Der will an. Was macht der da? Haben wir ihn euch gekillt? Ah, nachladen, regeneriert uns ja, habe ich ja ganz vergessen. Warum lebt er noch? So, weiter. Los, treffen die? Jawohl.
Ah, das war jetzt nicht gewollt, aber hat trotzdem gepasst. Rückzug, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Es sind schon zu viele Space Wolves entkommen. Das große Schiff gönne ich dir nicht. So ein kleines Escortschiff oder so, das ist mir Wurst. Aber das große absolut nicht. So, hat der Schwarm jetzt ein paar Wölfchen gefressen. Aber satt sind wir immer noch nicht. Wir wollen noch mehr. Wir haben großen Hunger. Milliarden von Mäulern, die wir zu stopfen haben. So. Wir haben trotzdem Anführer verloren. Oh ne, doch alles kaputt. Ich dachte, es hätte sich was zurückgezogen. Na doch. So, die haben sich verstärkt. Das Problem, was wir noch haben, wir haben keine Ressourcen für unsere ganzen Tyranniden. Wir haben jetzt ja ein, zwei Schiffe verloren. Ja, sind trotzdem 137. Wir machen keinen Gewinn. Und können auch gar nichts verbessern. Voll scheiße. Haben einfach zu viel Flotten, aber ihr seht ja, wir brauchen sie ja. Wir brauchen sie doch. Er hat keine Führung mehr. Kostenlos gibt's ja keine, ne? Ja. Oder ist er erst in drei Zügen kostenlos? Wir haben einfach einen zu großen Verschleiß. So, wie sieht's hier aus? Da warten wir ja auch nochmal, bis die Orks kommen. Würde ich sagen, beenden wir mal die Runde. Die müssen sich noch regenerieren, ne? Ja, so ein bisschen. Würde euch gut tun. Sehe ich da gerade, dass da irgendwo in einem Sektor einfach mal irgendwelche verfickten Schiffe kommen. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine Flotte oder zwei sogar, die eigentlich nur mit beschäftigt sind, immer zu solchen Punkten hinzufliegen und die Schiffe, die dann kommen, gleich zu eliminieren. So. Aber wir haben ja keine Strukturpunkte, wir haben keine Ressourcen. Ich weiß nicht, wie wir da gerade auf den grünen Zweig kommen sollen. Jetzt fertig. Guck an, der will mich da hinten hinspringen. Fehlt mir ja noch. Oh, wir haben 2000. Woher haben wir 2000 hergekriegt? Ich verstehe dieses Ressourcenthema noch nicht so ganz. Wo kommen noch Schiffe? Wo kommen 1000 Space Marines? In 4 Zügen, hier hinten. Da, wo ich sie überhaupt nicht haben will. Scheißen Dreck. Sage ich jetzt einfach mal so frei raus. Wenn ich jetzt hier die wegziehe, dann... Jetzt habe ich ja 1000, ne? Das heißt, wir müssen die zwei Flotten hier quasi aufrüsten.
Hilft ja nichts. Muss ich sie abziehen, dann trenne ich quasi meine Sektoren miteinander. Das ist echt unschön. Vor allem müssten sie ja erstmal hier hin, um irgendwas zu bauen. In zwei Zügen kriegen wir, können wir hier einen kostenlos rekrutieren. Wir können hier eine neue Flotte erstellen. Sporminenfeld Brutwelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wir machen es mal. Wir rekrutieren es hier einfach. Ah, dann müssen wir den kaufen hier, ne? Den einen kriegen wir ja dann kostenlos. Ne, wir warten noch eine Runde. Müssen wir überlegen. Eine Runde hier hin, ne? Dann können wir hier die Schiffe dafür was rekrutieren. Dann haben wir zwei Runden. Dann müssen sie da rüberspringen. Und am besten da auch nochmal eine Flotte, dass wir auch ungefähr auf 1000 kommen. So, in der Zeit werden sie aber hier die Sektoren einnehmen. Definitiv. So, und hier kommen wir auch nicht weiter. Der will flüchten, die Ratte. Die elende kleine Sackratte. Ich komme dir mal entgegen. So. Autoschlacht sollte eigentlich reichen. So. Ja, bauen wir mal was mit drei Strukturpunkten. Was haben wir denn hier überhaupt für eine Bewaffnung? Irgendwas, was man rammen kann. Irgendwas mit... Es hat alles nicht so das, was ich suche. So, da sind die Waffen. Ich habe falsch geguckt. Ich habe die ganze Zeit hier geguckt bei Fertigkeiten. Der ist ja eine Fertigkeit. Klar, ich gucke eigentlich richtig. Haben die kleineren sowas? Hier, er hier. Das Schiff wird von... Das Ziel wird zum Schiff gezogen. Genau dich. Ach so, davon haben wir schon einen. Nee. Ich will ich haben. Dann haben wir noch 100 Punkte. Dann kommen wir ein bisschen Kleinzeug da. Oh, dann wir kriegen eh nur noch einen. Tentakel. Dann können wir dasselbe auch nochmal machen. So, mehr wird da, können wir da nicht rekrutieren. Ich ziehe den trotzdem jetzt mal dahin. Diese Tempest of Sorrow, die kriegen wir einfach nicht. Wir sind einfach, da kriegen wir nur zwei Einheiten rein. Und die müssen schon irgendwie eine gewaltige Größe haben, am besten von 700 oder 600 Punkten. Das Einzige, was wir machen können, hoffen, dass er da rauskommt. So, vielleicht können wir den noch mit ein, zwei Schiffen bemannen und dann quasi in die Mitte schicken. Hierhin. Dass wir es dir nicht zu einfach machen. Zug beenden.
kriegt Verstärkung. Ich bin mal gespannt, wer da gleich überleben wird. Ich hasse diese Fähigkeit hier mit diesen... Dass da nur zwei Schiffe hinkommen können. Kommt jetzt alle gleichzeitig? Ne, erstmal die Orks. Space Marines geschwächt. Er kriegt Verstärkung oder was? Ach, leck mich doch. Tja, der eine geht von Medusa weg, der andere kommt zu Medusa hin. Zug 30. Alter, dieses Bedrohungspotenzial ist mir irgendwie zu groß. Müssen ja eigentlich nur das Chaos da irgendwie rauskriegen. Das stört mich. Das ist so... Dann hätten wir hier hinten alles in Ruhe ruhig fertig. Aber nein, die müssen uns ja ärgern. Oh, wir brauchen mehr Ressourcen. Hier noch was auswählen? Nee, ne? Haben wir hier was ausgewählt? Guck mal, regenerieren sie schneller. Sporen. Hm. Hier haben wir auch überall was. So, du brauchst einen kostenlosen Anführer. Kriegst du den schon? Waren zwei Runden, glaube ich, ne? Das war die falsche Ansicht. Ein Zug noch. Ah, die werden auch günstiger. Drei Runden noch. Dir gönnen wir mal so ein großes Schifflein. Was kannst du? Große Clown. Also du bist für den Nahkampf geeignet. Hm. Dann brauchen wir einen mit Torpedos. Ja. Der hat ja so ein bisschen Brutgeschwader. Ja, auch nicht verkehrt. Bioplasma, aber hier mal richtige Kampfbatterie. Wenn der schon zum RAM geeignet ist. Ah, hier, der hat auch schon die, so die Verbesserungen dabei, okay. Kriegt auch nicht jeder, oder was? Bioplasma, Batterie, Pyrosäure und Torpedos. Eigentlich ein ganzer Spaß für die Familie. Nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier? Genau, wir nehmen nochmal einen mit Tentakeln. Da will ich um drum spielen. Dann haben wir noch 127. Das heißt hier Bio-Clown. Ja, den könnte man mitnehmen. Noch was mit Torpedos. Bio-Clown oder... So Kombination. Diese Scheren, große Clown mit Torpedos wären ganz nett.
Na, ich denke mal, das gibt's nicht. Das wird wahrscheinlich zu stark, ja? Für die Klasse. Warte mal, wir haben jetzt ein Ballerschiff, Nahkampfschiff, ein zum Ranziehen, Ballerschiff. Nicht noch ein Nahkampfschiff? Kommen ja Space Marines, ne? Komm, machen wir. So, dann ist der komplett voll. Der kriegt seinen Anführer. Wenn das überhaupt funktioniert mit den Punkten. Und dann ab darüber. Puh, Zug beenden. Ja, die zerschreddern sich schön selber. Ja, den Medusa-System, da habe ich irgendwie noch keine Lust zu hinzufliegen, weil... Jetzt haben wir gerade zwei große Probleme. Der eine Sektor gehört nicht uns, wegen diesem Dreckschaos. Und wir werden gerade im unteren System quasi, oder Sektor, von den Space Marines angegriffen. Müssen wir vorsichtig und behutsam rangehen an der Sache. Ja, hier will noch keiner hin. Das ist ein Vorteil für uns. So, und hier wird jetzt ein Wettrüsten stattfinden, definitiv. Alpha habe ich gerade keine Zeit und keine Lust. Das Schlimme ist, die Bedrohung wird ja immer schlimmer, ne, für Runde zu Runde. Das wird ja nicht weniger werden. So, du warst fertig eigentlich, ne? Hier kriegen wir ja keine Punkte mehr, so. Ein Anführer. Wieso jetzt 10 Züge? Ach, der wird immer günstiger oder was? Ich dachte, den kriege ich dann kostenlos noch irgendwie. Oder warte mal, das sind erforderliche Ressourcen. Na komm, dann ziehen wir den jetzt rein da. 468. Dafür noch ein kleines Eskortschiff, aber wir haben schon so viele kleine. Noch 82 haben wir noch. Die Bürger haben Tentakel. Solange das anvisierte Schiff in Reichweite der Fresstentakel ist, werden in ihm alle 3 Sekunden für 18 Sekunden ein Trupp Schaden zugefügt. Ah, die müssen wir also im Nahkampf packen. Ach, dann holen wir uns davon nochmal ein. So. Dann kannst du hier rüber. Dann sind wir schon bei 1000, aber ich will trotzdem noch einen neuen haben. Ziehschrei. Spornfeld zum Verlangsamen. Echo. Was kann das? Bio. Ah, es ist eine Säure. Welchen nehmen wir? Welchen nehmen wir? Der ist natürlich ein bisschen größer. Gewährt einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Bewegungspunkt, wenn die Flotte Stufe 4 erreicht. Aha. Natürlich nett. Komm, wir rekrutieren den.
Und rein theoretisch, um die in zwei Zügen, könnten wir den hier hinspringen und mit denen auch nochmal einkaufen gehen. Das machen wir. Dann gibt's nochmal Schiffe für Ihmchen. Also 1, 2. Was konnte der? Der kann nur so ballern. Ich hätte noch irgendwas mit Torpedos. Oder wir nehmen uns zwei kleinere. Schwere Pyrosäure. Lass mal. Ich hab eine Idee. Wir nehmen. Wir müssen hier mit dem. Das ist ein unterschiedlicher Scheiße. Das war nicht derselbe. Shit. Verguckt. Egal. Jetzt habe ich den. Oder kriege ich den noch weg? Mein Gedanke, ich dachte gerade, wir haben zweimal dasselbe Schiff. Aber ich habe auch gerade das Falsche genommen. Ich wollte eigentlich. Gut, keine Ahnung, was ich gerade gedacht habe. Ich bin verwirrt. Erstmal quasi jetzt ein Flugzeugträger. Wenn ich das sehe. Du bist eine Ballerburg, so auf Deutsch gesagt. Gut. Oder auch nicht gut. Das heißt, das, was ich machen wollte, brauchen wir dann halt nicht. Meine Idee war, wenn ich dachte, ich habe jetzt zwei Schiffe mit Biosäure oder so. Pyrosäure. Das heißt, dann wollte ich kleinere Schiffe holen, die dann die gegnerischen Schiffe ranziehen, in die Reichweite bringen für diese Pyro-Geschichte. Das kann man mal machen, aber jetzt habe ich hier irgendwie doch andere Schiffe als gedacht. Na, wir haben hier reine Ballerbuden und einen Flugzeugträger, sag ich mal. Das heißt, dann brauchen wir, was können wir jetzt für kleine Schiffe mal besorgen? Ne, eins zum Ranziehen ist nicht verkehrt. So eine Reichweite, Bioplasma-Entladung. Dann brauchen wir auch mal. Dann haben wir keine Strukturpunkte mehr. Okay. Das heißt, für ihn war es das. Dann ziehen wir den zurück und das Geld, was wir noch haben, die Ressourcen, die sparen wir uns auf, damit wir die nächsten Runden überleben. So, und dann sehe ich auch eigentlich, dass wir, dass das Video schon lang genug ist. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Break. Wir machen die Runde hier zu Ende. Na, und dann geht's nächste Runde weiter, wenn die Space Marines eintreffen. Ja, die zerhackstückeln sich. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar. Mich würde es freuen. Ein Abo ist natürlich auch mal geil. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.